Die Freien Wähler wollen die 20er Jahre des neuen Jahrtausends zu goldenen Jahren für Bayern machen. An die 600 Gäste sind Freitagabend einer Einladung zum Neujahrsempfang in den Landtag gefolgt. Dort kamen Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Medien sowie Ehrenamt ins Gespräch, darunter die ehrenamtspolitische Fraktionssprecherin Eva Gottstein. Der parlamentarische Geschäftsführer Dr. Fabian Mehring ging auf die politischen Meilensteine des ersten Jahres der Freien Wähler in Regierungsverantwortung ein und erklärt, was alles bereits erreicht werden konnte. Man merkt es im Bereich der frühkindlichen Bildung, bei der Befreiung von den Kita-Gebühren, man merkt es in der Wirtschaftspolitik, diese stärkere Hinwendung wieder zum bayerischen Mittelstand, zu denen, die den Karren ziehen. Man merkt es aber insbesondere auch beim Ehrenamt. Heute ein rappellvoller Plenarsaal mit lauter ehrenamtlich engagierten Männern und Frauen aus Bayern, die in uns ihre politische Heimat sehen. Ich glaube, das ist, wofür wir Freie Wähler stehen, für die Politik von unten nach oben. Und das ist auch unsere Rolle und unser Stil in der Staatsregierung. Und es ist eine tolle Bestätigung, an so einem Abend wie heute von den Menschen gesagt zu bekommen, dass wir in dieser Rolle wahrgenommen werden und in dieser Rolle auch an der Spitze der bayerischen Politik angekommen sind. Die Gäste im vollbesetzten Plenarsaal lauschten dem Abgeordneten aus dem schwäbischen Meitingen mit großer Aufmerksamkeit. Seine Neujahrsbotschaft: In einer Zeit, in der es Bayern so gut gehe wie nie zuvor, müssten Unzufriedenheit und Finde-den-Fehler-Mentalität aufhören. Es gelte, die Herausforderungen der heutigen Zeit mit offenen Augen anzunehmen. Kulturförderung in Bayern ist dazu ein Schritt in die richtige Richtung. Auf Tradition und Kultur zu setzen und sie zu fördern, bedeute Herzens- und Meinungsbildung und könne auch gesellschaftlichen Fehlentwicklungen entgegenwirken, so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kerstin Radler. Gegen den aufkeimenden Populismus und Antisemitismus in unserer Gesellschaft ist es wahnsinnig wichtig, kulturelle Vielfalt zu bieten. Dafür stehen wir Freie Wähler. Wir stehen für Breitenkultur, wir stehen aber auch für Hochkultur. Das heißt, unsere Formel ist ja gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Und das möchten wir auch durch kulturelle Vielfalt den Menschen bieten. Hauptredner Hubert Aiwanger sagte, der Neujahrsempfang stehe nicht ohne Grund wieder unter dem Motto Ehrenamt, Rückgrat unserer Gesellschaft. Wer sich oftmals nach Feierabend für andere engagiere, verdiene besonderen Respekt. Unsere Millionen ehrenamtlich Engagierten sind der Grund, warum Bayern funktioniert, so Aiwanger. Mit Blick aufs kommende Jahr und das neue Jahrzehnt gibt es für den stellvertretenden Ministerpräsidenten klar definierte Aufgaben. Wir wollen die Energiewende voranbringen, wir müssen die innere Sicherheit aufrechterhalten, wir wollen in der Bildungspolitik vorankommen, wir müssen die Infrastruktur stärken, aber das sind ganz normale Herausforderungen, die in der Politik immer wieder aufs Auge gedrückt werden. Wir packen diese Herausforderungen an, aber ich bin überzeugt, dass die Menschheit in der großen Mehrzahl wieder mehr Vernunft in der Politik will, auch ein vernünftiges Zusammenleben. Dieses Spalten in den letzten Jahren, die Klimaschützer gegen die angeblichen klimaschädlichen Leute und so weiter, also diese Spaltung der Gesellschaft, die wird überwunden werden, weil immer mehr Leute wieder miteinander vernünftig umgehen wollen. Das wollen wir als Freie Wähler unterstützen. Also Politik für den gesunden Menschenverstand, für die Zukunft dieses Landes, das ist die Devise und die werden wir abarbeiten. Nicht anonyme Meinungsmacher in den sozialen Medien, sondern miteinander ins Gespräch zu kommen und sich von Angesicht zu Angesicht auszutauschen, das sei ehrlich und authentisch. Dazu bot der Neujahrsempfang 2020 der Freien Wähler im Bayerischen Landtag beste Gelegenheit.